Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Force Unleashed. Ich bin total motiviert, obwohl es 1 Uhr morgens ist, ich heute schon arbeiten war, total erledigt bin und heute einfach total viel beknackter Mist abgegangen ist. Aber naja, egal. Ich habe es heute schon geschafft, das erste FIFA 16 Spiel zu cutten. Die RAW-Datei ist 1,5 Stunden lang. Und ja. Bruder, das ist viel zu leise. So, jetzt gehen wir auf Option. Es ist der okay, warte mal. Jetzt, du da. Jetzt. Schau mir mal, warum der Müll so leise ist. Ach so, wenn die Gesamtlautstärke runtergedreht wurde. Ja, aber wieso? Nee, bitte sagen. Ja, was? Ah, jetzt hört man wieder was. Mein ein E-Netz-Geschütz habe ich erwischt. Frag nicht, wieso hier kein Ton ist. Scheint, als würde keine Musik klingen momentan. Ich muss mir mal kurz reißbacken. Ja, sonst mute ich mich, aber heute ist einfach. Der Part muss halt so ultra spontan aufgenommen werden. Mit ultra spontan meine ich auch ultra spontan. Die Videos sollen morgen kommen. Also muss ich irgendwie heute fertig aufnehmen und dann am besten spätestens bei Nacht hochladen. Ich nehme mir jetzt extra so ein bisschen mit Vorzug auf, damit ich, falls es hier wieder zu irgendwelchen dämlichen unvorhergesehenen Störungen kommt, so viel bei. Au. Nein, nicht du, nicht du, nicht du. Gott. Du solltest doch. Jetzt trifft er mich doch hinter dem Felsen. Meine Herren, ey. Es geht schon wieder genauso triggernd los wie beim letzten Mal. Mit genau den gleichen kaputten Zielkünsten. Was zum Obst? Wieso? Das nervt voll. Im Ernst. Wenn die PC-Version deines Spiels leistungs- und technisch nicht an die Wii-Version rankommt, dann hast du irgendwie, ich weiß nicht, im Informatikunterricht nicht aufgepasst. Also ganz ehrlich. Etwas, was die Wii spieltechnisch hinkriegt, das muss auch, also ich meine, das Spiel ist ja nun ein bisschen älter, ja? Alter Starkiller, wo hast du denn Zielen gelernt, Mann? Gar nicht, nehme ich einfach mal an. Diese Herausforderung, keine Sith-Kräfte nutzen zu können, ne? Alter Schwede, ey. Okay, pass auf. Machen wir wieder den da. Nein! Oh, was? Wieso hat er ihn nicht angegriffen? Es geht schon wieder richtig triggernd los.
Ich wette, wir sitzen den ganzen restlichen Part hier dran. Das ist einfach. Hallo, jetzt. Summer. Also, eigentlich. Ach, jetzt weiß ich wieder, wofür die gut waren. Diese Pfeiler, die waren echt gut. Jetzt habe ich mich hier erinnert. Aber nicht im Kampf gegen diese komischen Anti-Jedi-Roboter. Die Dinger da. Die Anti-Jedi-Roboter, gegen die waren die nicht so effektiv. Die haben bei was anderem geholfen. Genau, ihr Rookies hier kauft mir mal ein bisschen Zeit. Und ich versuche euer Volk zu retten. Das wäre ja ganz nice, so. So, Schaden gesteigert ist ja ist auch so ein bisschen. Okay. Aufräumtruppen heißt die also, aha. Junge, mach doch. Oh, akzeptier doch mal wenigstens einen Input oder sowas. Ich meine, hier in der Gegend habe ich jetzt alles umgebracht. Also insofern kann ich einfach rumdashen im Kreis. Können wir mal gucken, ob ich irgendein Macht-Upgrade machen kann. Ja, Mat 6, wir können den Lichtschwertwurf, ne? Wenn man vom Endgegner trifft, setzt er seine. Genau. Oh ja, genau, jetzt sind ja. Es ist ja noch viel mehr gestunt. Beim Lichtschwertwurf. Ich mach den jetzt eiskalt so fertig. Ja, übrigens, ich habe die Demo, die es seit der Gamescom gibt, zu Dragon Quest Dingsbums hier. Dragon Quest 11 für die Nintendo Switch. Die Definitive Edition oder wie auch immer das Ding heißt. Das hat den unmöglichsten Namen für ein modernes Videospiel ever, ey. Genau, jetzt ist man beinahe unverwundbar hier. Also schön eskalieren hier. Und keine Gesundheitsentzugsaura mehr. Hätte ich vielleicht besser nutzen sein. Hallo? Danke. Oh Gott. Ich hab wieder nur noch ein Holochron. Was ich benutzen kann. Das ist. Okay, das ist ein Jedi-Holochron. Da muss ich mal kurz ran. Das fehlt nämlich auch. Oh. Ich weiß nicht, was mit dem Ton ist los, Leute, ehrlich. Egal. Aber das führt halt mein Leben wieder auf, ne? Deswegen habe ich es mir jetzt halt geholt. Ja, ich habe irgendwie überlegt. Da ja am 27.09. erst. Gott, ich habe so viele Switch-Projekte vor. Ich werde so viel aufnehmen noch, gefühlt. Ich will Fire Emblem spielen für die Switch. Unbegrenzte Energie, genau, das können wir einfach.
Und der hat wieder die Aufräumtruppe nicht gefunden. Nicht gefunden, nicht getroffen. Ja. Dieses Werfen wäre so schön effektiv, wenn es funktionieren würde. Wie lange der teilweise braucht, um diesen Lichtschwertwurf zu triggern. Das ist halt auch schon wieder fast... Da, schon wieder fast eine Sekunde Verzögerung. Deswegen habe ich das Fehlen auch lieber. Das ist einfach akkurater. Apropos Fehlen. Nicht Fehlen, Fällen. Junge. Das ist eigentlich dem das Lichtschwert in die Brust werfen, damit ich ein bisschen Leben zurück erhalte. Oh. Das war schon wieder... Du kannst diesen Raketendingern halt auch so schlecht ausweichen. Das nervt voll so. Es ist scheinbar zieht er immer ein bisschen nach rechts beim Zielen. Ich weiß auch nicht wieso. Den Text haben wir auch schon irgendwie 5 Millionen Mal angehört. Irgendwen getroffen. Cool. Weg ist er. Und genau da passiert das wieder. Ah, er wirft wieder nicht richtig. Und auch was ich auch super nervig finde, ist, dass er einfach teilweise stehen bleibt. Nein, du sollst nicht. Nimm doch mal das Ding, genau. Hat sich doch wieder nicht mein Levelfortschritt gemerkt, oder? Der ist doch wieder weg, oder? Garantiert. Sowas hasse ich ja bei Videospielen. Wenn du halt einfach... Weißt du, wenn du nicht Backtracking betreiben kannst, das Spiel aber quasi so vom Niveau her, wenn du stirbst, immer nur einen Speicherstand lädst, sodass du selbst dann merkst, okay, ich bin nicht gut genug, nach Backtracking machen willst, um besser zu werden, das geht dann aber nicht. Solche Spiele kann ich immer... Das ist qualitativ immer... Und das zur Steinzeit. So, zack, jetzt holt mir hier den Damage Boost. Ach, das geht ja auch dafür, stimmt ja. Und schon wieder nicht gesprungen. Ey. Oh. Der auf Dashen beim Ausweichen auch nicht richtig hören will. Tatsächlich. Er zieht immer ein Stück nach rechts. Also er zieht immer... Er zieht beim Werfen immer ein kleines Stück nach rechts. Ja auch? Ja. Immer ein kleines Stück nach rechts. Ich weiß nicht, wieso der so ein Stück nach rechts immer zieht, aber er tut es, definitiv. Ich weiß auch nicht, wer dieses Level sich ausgedacht hat. Das ist halt einfach... Die Bosskämpfe sind vom Design einfach von einem Psychopathen designt worden oder sowas. Das ist so... Was könnte den Spielern wohl Spaß machen? Vermutlich, keine Ahnung.
Was würde den Spielern in diesem Spiel hier Spaß machen? Ich weiß nicht, die coolen Machtkräfte nutzen und damit Gegner abschlachten. Falsch, ihr Vollidioten. Einen Haufen unbesiegbarer Gegner zu bekämpfen, die absolut Kontrafähigkeiten für die Kräfte des Spielers besitzen. Ungefähr so muss es im Meeting abgelaufen sein. Ja, es ist einfach spät und das ist einfach totaler Stuss, was ich hier laber, aber naja. Junge! Wieso kannst du nicht richtig... Tot. Einfach von der Insel geschossen. Ich weiß auch nicht, ich... Das es hat funktioniert ausnahmsweise mal. So, zack, gleich zwei auf einen Streich. Weg mit dir. Weg ist er. Hallo? Verzögerung. Bei dem Lichtschwert, worauf die nervt. Nein. Nicht das Ding anvisieren, den Vollidioten sollst du anvisieren. Zack, zack, erstmal umlaufen und direkt alle Sturmtruppen umhauen. Probier's mal neue Taktik. So. Damit haben wir alle Sturmtruppen ausgeknipst, würde ich sagen. Jetzt. Lugis befreien. Crap, 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 crap. So. Der ist besiegt. Zwei von denen haben wir erledigt. Neue Wookies. Gesundheit, Entzugsaura. Oh, zack, weg ist er, weg ist er, weg ist er, weg ist er. Energie aufladen. Jetzt kann er schon so schnell mit seinen Kackraketen schießen. Und doch hier wieder der dämliche Verzug, dass er nicht nach geradeaus wirft. Okay, zack, so. Da steht keine Aufräumtruppe mehr. Unbegrenzte Energie. Aufstieg. Macht Upgrades.
Ja, ich habe beim letzten Mal nur hier reingeguckt und oh mein Gott, er hat sich das einfach gemerkt, macht Affinität. Schön, wie sie macht. Vitalität, bitte. Jetzt sehe ich schon nicht mehr richtig. Und Combos könnte ich mir, genau, ich kann mir gar irgend so eine beknackte Luft-Combo kaufen. Die Combos hat man übrigens als erster durchgekauft. Ihr seht, wir brauchen nur noch 4 Punkte. Zack, so. Jetzt beginnt übrigens erst der richtige Kampf, ne? Jetzt müssen wir Ossix Dörn in seinem Kackläufer umhauen. Und gegen diesen Kackläufer waren diese Plattformstifte immer super effektiv, wenn ich mich richtig erinnere. In Deckung gehen. Ich weiß auch nicht wie, aber wir haben es geschafft, ihm Damage zu machen. Verdammt! Sicher, da ist er. Genau. Ihn mit den Himmelsplattformpfeilern zu bewerfen, hat man super viel Damage gemacht. Die Dinger funktionieren auch. Ich guck gar nicht her, deswegen, ich weiß nicht. Vielleicht hat er sich da festgeglitscht, das ist mir vollkommen wurscht. Das ist einfach mit dieser. Mit den Blitzen ist das alles relativ. Also. Es macht daraus jetzt nicht keine Herausforderung. Nein, absolut nicht. Aber es sorgt dafür, dass die Herausforderung in einem. Ich sag jetzt mal, menschlich gehaltenen Rahmen ist. Finisher. Vom eigentlichen Boss her war das bisher der leichteste Kampf. Aber wenn man mal bedenkt, dass man hier quasi vom Boss jedes Mal noch mehrere Zwischenbosse besiegen muss. Ja, auch beim Speicherpunkt Reset nicht irgendwie von Anfang an gegen den Boss fighten darf. Dann halt erst nochmal diese ganzen Zwischenbosse besiegen muss. Alter, ey. Das war vielleicht ein Hot. So, geschafft. Bonusziele, zerstöre den Funkturm. Ah, habe ich nicht gemacht. Holocrons habe ich auch 2 übersehen. Na toll. Wer war sie? Prinzessin Leia Organa. Ihr Vater ist Bail Organa. Mein Kontaktmann im Senat. Ich will mit ihm reden. Das geht nicht.
Ich habe seine Tochter auf einem Planeten voller Sturmtruppen gerettet. Es geht nicht, weil ich ihn nicht finden kann. Er ist verschwunden, Junge. Was? Wann? Beel wollte, dass ich ihm helfe, Leia zu retten. Ich weigerte mich und er suchte einen anderen Jedi. Meisterin Shakti. Ich sagte, das sei zu gefährlich, aber der Narr ist gegangen. Allein. Und verschwand, sobald er landete, auf Velusha. Die Macht ist stark in dir, mein Junge. Wenn du meine Gedanken spüren kannst. Ihr seid leicht zu durchschauen, alter Mann. Dann sollte die nächste Mission klar sein. Wir gehen nach Velusha und retten Senator Organa. Esst auf, Senator. Warum haltet ihr mich hier fest, Maris? Ich denke, eure Meisterin wäre entsetzt. Ich brauche euch zum Verhandeln, falls Vader kommt. Jetzt seid still und esst. Und solltet ihr an Flucht denken, vergesst nicht. Mein neues Haustier ist sehr hungrig. So, und an dieser Stelle würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.